Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wavebox von UFO 361. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wave von UFO 361, das Ganze am 9. August erschienen. Wir haben hier eine neongrüne Box. Wir werden das Ganze mal hier aus der Folie befreien und uns dann ansehen. So, hier haben wir eine Schweißnaht. Da bietet sich das perfekt an, einmal aufzuschneiden. Und da hätten wir die Folie erledigt. So. Also, so sieht das dann aus. Wir haben hier mal wieder ein Release aus dem Bereich Deutschrap. Das Ganze ist in Neongrün gehalten, also sehr kräftige Farbe hier. Und auf der Oberseite lesen wir ganz einfach und schlicht Wave. Der Schriftzug hier auch so wellenförmig gestaltet. Auf der unteren Seite haben wir hier auf dem Boxdeckel einen Barcode. Auf der rechten Seite haben wir hier UFO 361, oben Wave. Hier lesen wir nichts. Hier dann auch wieder Albumtitel plus Interpret. Und auf der Unterseite sieht das Ganze dann so aus. Also, die Unterseite in schwarz gehalten mit neongrünem Aufdruck. Hier haben wir einmal Stay High, also das Label von UFO 361. Und dann haben wir hier eine Welle, also die Wave, die Deutschrap überrollen soll, und die hat hier schon ein Schiff an sich gerissen und dieses ja ziemlich zerlegt. Hier fliegen die Körper, hier fliegen die Menschen durch die Gegend. Das Schiff scheint versenkt zu sein. Und hier unten gibt es dann auch noch die Album Credits. Gut, dann drehen wir das Ganze wieder um. Wir haben hier eine reguläre, ja, was ist das? Eine Schuhschachtel vom Format, würde ich sagen. Also, wenn man Schuhe kauft, dann kriegt man die meisten in so einem Karton. Von innen der Boxdeckel in weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal die Jacke. Also diesem Inhalt dürfte wohl dieses Boxformat geschuldet sein, weil die ist echt riesig. Dann haben wir einmal das Album an sich. Und zwei Patches. Ja. Das war es soweit zum Inhalt. Also allzu viel ist hier nicht drin. Dafür haben es Inhalte dafür in sich. Dazu kommen wir gleich noch. Und was wir hier auch noch sehen, wir haben hier rundherum dann noch diesen Schriftzug hier. Stay High und Save the Ocean. Das geht hier komplett durch die gesamte, also um die gesamte Box rum. Packen wir mal zur Seite die Box. Und nachdem das Album nicht eingeschweißt ist, werden wir mal hier einmal den Patch oder die beiden Patches sowie auch die Jacke aus der Folie holen. Oh, es sind sogar drei. Es sah nach zwei aus, es sind in der Tat drei. Dazu kommen wir dann noch. So, dann haben wir hier noch die Jacke. Ist das irgendwie hier gut zu öffnen? Ja, oder hier oben. Und was lesen wir hier noch, bevor wir die Folie entfernen? Stay High Style PO UVO EU Size M. Ja, zur Größe kommen wir dann noch, zur Jacke natürlich auch. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist das vierte Soloalbum von UVO 361. Wir haben hier ein schwarzes Cover, beziehungsweise ja, das Cover kommt noch zum Vorschein, das hier ist mehr ein Pappschuber. Der ist in schwarz gehalten, Stay High Presents Wave UFO 361, lesen wir hier auch wieder neongrün. Und auf der Rückseite haben wir dann oben einen Barcode, also das Album gibt es auch regulär ohne Box zu kaufen. Executive Produced by The Crates, dann haben wir hier 17 Tracks an der Zahl, das ist echt eine Menge. Und wir haben hier Features von Data, Love, Gunner, Rin, Contra K, Young Horn, Raf Camora, Casey Rebel und Luciano. Also hochkarätige Features. Credits zum Album. Dann kommen wir mal
zum eigentlichen Album, denn das hier ist, wie gesagt, der Pappschuber, der das reguläre Album umgibt. So sieht dann das eigentliche Cover aus. Wir haben hier einen Delfin, der in einem neongrünen Wasser schwimmt, und auch der Himmel scheint hier neongrün zu sein. Hier oben lesen wir wieder Stay High Presents Wave UVO 361. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase, hier auf der Seite in schwarz gehalten. Hier lesen wir dann wieder Interpret plus Albumtitel. Und die Tracklist habe ich euch ja bereits gezeigt, allerdings hier dann in schwarz-weiß. So war das ja auf dem Pappschuber, schwarz-neon-grün. Gut, fände ich jetzt hier irgendwie auch passend, also nachdem das Album ja vorne so giftgrün-neon-grün ist, hätte sich hier irgendwie auch angeboten, aber ja, sieht auch so echt fein aus. Dann kommen wir als erstes zum Booklet. Wir haben hier einmal UVO 361 und eine Herde von Delfinen. Dann einen Rettungsreifen mit Stay High Schriftzug Save the Ocean lesen wir dann hier noch. Und das dürfte wohl Poseidon sein, der Gott der Meere, der Gott des Meeres, der hier ja, mehr oder weniger versenkt wurde. Und was lesen wir hier noch? Artwork Bastian Wienecke. Ja, also dieser gute Mann hat hier dieses Artwork des Albums gezaubert. Stay High auch wieder auf der Rückseite. Dann packen wir das Booklet mal wieder rein. Es ist recht minimalistisch. Also wir haben hier wenig bis, ja, eigentlich gar keine Infos zum Album an sich. Schauen wir mal, ob wir die noch irgendwo herbekommen. Wir haben hier einmal die CD in Neongrün und Silber gehalten. Die sieht so aus. Und auch hier haben wir dann noch Text, also wo das Ganze produziert wurde, wo das Ganze hergestellt wurde, genau. Und natürlich auch die Vertriebsinfos, Groove Attack, UVO 361 lesen wir hier dann auch noch. Ja, so sieht das Ganze dann dahinter aus. Also auch hier wieder dieses von der Welle, dieses erfasste Schiff, das hier versenkt wird. Aber was ich etwas merkwürdig finde, gar keine sonstigen Infos zum Album. Also es steht hier wirklich nur Executive Produced by The Crates und eben, dass das Artwork von Bastian Wienecke ist. Aber ansonsten keine Infos über Mixing, Mastering, Recording, wer die einzelnen Beats beigesteuert hat und. Also diese Infos bleibt uns das Booklet hier leider schuldig. Dann kommen wir zu den Patches. Wir haben hier, wie gesagt, drei Stück an der Zahl. Wir haben hier einmal passend zum Albumtitel hier diesen Wave in Rot, Weiß und Blau. Und auch hier wieder ein bisschen diese Wellenform mit eingearbeitet. Dann haben wir Patch Nummer 2. Hier lesen wir Stay High, Save the Ocean. Hier mit so mehreren Wellen, die sich hier so durchziehen. Das Ganze in Rot und Weiß. Und dann haben wir hier noch einen in bester Pool- oder Wasseroptik hier in Blau und Weiß. Und hier lesen wir UVO 361. Ja, alle drei Patches sehen sehr gut verarbeitet aus. Hier hängen keine Fäden davon oder sonstiges. Und alle sind mehr oder weniger rechteckig. Dieser dann doch etwas, ja, trapezförmig. Aber die anderen beiden rechteckig. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das die Jacke, die sich hier sehr nach Vlies anfühlt, also auf jeden Fall so für Herbst bzw. für die Winterzeit geeignet. Jetzt ist es dafür noch etwas zu warm. Okay, also wir haben hier einmal eine hellbraune bzw. ja hellbeige Jacke. Hier unten im Bauchbereich haben wir dann hier so einen Eingriff rechts und links, also so eine Bauchtasche. Die linke Seite ist blank in diesem Dunkelrot gehalten, in diesem Weinrot. Und auf der rechten Seite haben wir dann dieses Weinrot auch noch mit Stay High Schriftzügen überzogen hier in Blau. Hier am Reißverschluss haben wir dann einen Zettel. Hier lesen wir Style, okay, das kennen wir schon, EU Size M. Größe M, und zwar konnte man sich diese Jacke in verschiedenen Größen auswählen. Es gab von Größe S bis XL alles verfügbar. Ich habe mich in diesem Fall für Größe M entschieden. So, der Reißverschluss ist hier in Blau gehalten, also zumindest hier rechts und links.
Diese Streifen sind in Blau und der Reißverschluss an sich ist dann auch so in der Farbe wie die Jacke hier, in diesem beige-hellbraun. Dann haben wir noch einen Stay High Anhänger. Und hier auf der Brust dann auch noch, allerdings spannenderweise verkehrt rum, also in Spiegelschrift. Stay High hier zu lesen. Dann drehen wir das Ganze mal um. Auf der Rückseite sieht das dann so aus, also hier oben im Schulterbereich wieder so ein weinrotes Element eingearbeitet, plus dieses dunkelblaue Rechteck hier mit Stay High Logo. Darunter steht, ist das Label. Und wir haben hier einen Berggipfel mit diversen Sternen. Jawohl. An der Unterseite, also unten am Bauch, ist das Ganze dann hier etwas gerafft. Also wir haben hier unten einen Bund, dass das Ganze auch hier gut am Bauch abschließt. Jetzt schauen wir mal hinein ins Innenleben. Beziehungsweise, was ich euch vorhin nicht gezeigt habe, wir haben hier noch die Ärmel und die haben auch noch hier zum Abschluss, zum Bund, so ein Weinrot mit dabei. Also hier der Bund jeweils in Weinrot mit eingenäht. Und noch etwas, wir haben hier im Achselbereich drei Löcher, die hier mit goldenen Ringen gestanzt wurden. Also hier entsprechend zum Belüften. So sieht das Ganze dann von innen aus. Also so Vlies dürfte das sein. Hier lesen wir dann auch wieder Stay High Size M. Und wo haben wir es? Genau, hier haben wir einen Zettel. Was lesen wir hier noch? Designed in Berlin, made in Istanbul, Turkey. Okay. Grüße gehen raus. Und dann haben wir hier noch die Infos. Also 100% Polyester ist das Ganze vom Obermaterial. Und innen drinnen. Achso. Ja, dürfte eigentlich alles hier Polyester sein, so wie es sich hier darstellt. Dann haben wir noch die Waschhinweise und was lesen wir hier? Maximales Einlaufen, 5%. Okay, also bedeutet, wenn ihr die dann das erste Mal wascht, kann es sein, dass diese irgendwie 5%, also maximal 5% der Größe einbüßt. Aber ich denke, das ist zu verkraften. Ja, schöne Jacke, ist auf jeden Fall ein Hingucker und gerade dann für die kommenden Monate dann so ab Oktober, denke ich mal, Oktober, November, sicher auch besser anzuziehen als jetzt bei den sommerlichen Temperaturen. Wir packen die Jacke mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Jacke in der Größe M. Wie gesagt, Größe war damals frei wählbar, von S bis XL konntet ihr da alles wählen. Dann haben wir diese drei Patches. Einmal, zweimal, dreimal. So wie natürlich das Album an sich mit insgesamt 17 Tracks. Das kommt in diesem Pappschuber hier. Und das Album dann regulär im Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Wave von UFO 361. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr UFO 361 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.